So, ich bin oben auch noch nicht fertig. Quatsch. Ach doch, doch, doch. Warte mal, die Rampe brauche ich jetzt natürlich wieder. Hier muss ich dran. So, machen wir das eben zu Ende hier. Ach ja, Wände muss ich noch bauen. Wände brauchen wir noch. Wände im Gelände. Da ist da. Da. Da und wehe, das bricht wieder zusammen. So. Okay. Das kann man hier auch so schön dran pappen. Ne? Kann man alles sehr gut dran pappen. Und hier unten kann man dann den hier machen. Sehr cool. So. Ach so, warte mal, Wände. Wände, habe ich hier noch Wände? Nö. Okay, Wände mache ich mal. Wie viel brauche ich denn da ungefähr? Was brauche ich von dem noch? Nochmal 12. So. Gucken mal hier raus, wie ich das jetzt hier noch hinkriege. Genau so. So, dann brauche ich jetzt den. Hey, wieso kann ich... Wieso kann ich den jetzt nicht da drunter packen? Nee. So. Okay. Wie, jetzt habe ich da keine mehr von? Das gibt's doch nicht. Ach so, könnte ich das machen? Stimmt. Aha. Und warte mal ab, das kriegen wir schon hin. Zing. Auch eine coole Sache. Hier hätte ich fast noch eine Tür reingemacht. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Eigentlich könnte man da noch eine Tür reinmachen. So. Dann stelle ich nochmal hier 1, 2, 3. 1, 2. Nee, was? Nee, dir nicht. So. Ruf kann weg. Eben hier rüber.
Da habe ich so ein Teil. Bisschen übertrieben, ich weiß. Naja. Jetzt muss ich noch was testen. Sind die Dinger hier? Ist das dafür? Das muss ich jetzt ausprobieren. Kann ich damit die Ecken versiegeln? Was ist das? Schade. Wäre schön gewesen. Keine Ahnung, wofür das ist. Dann mache ich doch jetzt einfach mal hier weiter. Da kann ich so lassen. Oh, das sind die falschen. Dann nehme ich die. So, andere Seite, gleiches Spiel. Und hier kommen jetzt die anderen hin. So. Aha. Könnte es jetzt zumachen. Ich finde, das muss so bleiben. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Kann ich sagen, warum, aber ich finde, das muss so bleiben. Jawohl. Das kommt schon cool. Es sieht ein bisschen klobig aus. Aber an und für sich ganz cool gemacht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Na gut. Das hier ist auch erledigt. Das lasse ich einfach so. So, also jetzt dürfte es auch nicht mehr kaputt gehen. Hoffe ich mal. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben hier die Schränke. Die Schränke. Dann machen wir doch mal. Hier ein Schrank. Kann man da... Kann ich hier irgendwas drehen und wenden? Schrank heben, Schrank umdrehen, ne, okay. So. Da habe ich einen. Boah, ich weiß nicht, ich nehme den hier weg.
Ich muss das umdrehen, sorry. Das geht so nicht. Ich muss den hier so hinpacken. Den Stuhl hier so ran. Und diese muss ich ja auch aufheben. So, dann kommt das hier rüber. Es tut mir leid. Ich mache das mal jetzt so hier. So, dann kommt der Tisch. Dann kommt wieder die Lampe dort ab. Das Lämpchen. Und dann kommt da noch so ein Ding. Warte mal. Dann kommt da noch so eine Bank. Wo haben wir denn noch so eine Bank? Bank, 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 Bank. Hier haben wir noch eine Bank. Außerdem. Nehme ich die beiden Sachen und pack die hier hin. Södele. Alles klar. Hoppa. So. Eigentlich sehr cool. Den lasse ich jetzt mal da stehen. Hatte ich da noch einen? Doch, hier habe ich noch einen. Okay, warte. Versuche den direkt daneben dran zu bauen. Ja. Kann man erstmal so lassen. So. Okay. Den muss ich vielleicht noch mal woanders hinpacken. Alles klärchen, Kommissärchen. So, soweit so gut. Hier oben kommen gleich die Glasscheiben noch hin. Da habe ich jetzt noch drei Wände. Das kommt jetzt gleich so hier hin. Also, es kommt komplett durchgängig. Ich lasse es jetzt erstmal so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Schauen wir es jetzt einmal von Weitem an.
Auch so für einen Screenshot eventuell. Müssen wir mal gucken. Vielleicht noch ein paar Pflanzen. So. Kleines Uch. Hier so Häuschen. Sieht eigentlich. Sieht erstmal ganz nett aus, oder? Ist noch nicht fertig, ist jetzt erstmal der Anfang. Jetzt laufe ich mal hier so lang. Ist jetzt erstmal so der Anfang. Wo laufe ich denn? Er läuft rückwärts. Okay. Wie sieht das aus? Naja. Hilfe. Falsche Richtung. Noch einmal so. So. Jetzt einmal gucken. Ne, so geht das nicht. Egal. Ich schaue es einmal noch so an. Das sieht auch cool aus. Hilfe! Nein, nein, nein. Nach vorne, nach vorne. Hey. Help! I need somebody, help! Is there anybody? Warum denn in die falsche Richtung? Nach vorne! Ja! Hallo. Gut. Wir fliegen auf und davon, auf und davon. Jawohl. Und rüber. In den Betonklumpen. So. Klatsch. So. Man sieht die Hütte auch von hier. Das ist cool. Alles klar, gut, da sieht es hier nicht so schön aus. Gut, dann war es das, keine Ahnung. Es werden bestimmt ein paar Folgen werden. Ja, ist halt mal so. Ich mache da auch noch weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Achso, ja, warte mal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen, aber ich wollte nur sagen, hier, die Dinger kommen da hin. Diese kleinen hier. Sind das die kleinsten? Ne, das sind die kleinsten. Die kommen da hin oder kommen die da hin? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, die hier. Und dann gucke ich mir, dass ich von jeder Tierart da einen ausstelle. Dachte ich mir so. Das wäre vielleicht eine ganz nette Sache. Ich könnte natürlich auch noch solche Dinger hier hinbauen. Von dem anderen Mod. Und hier so was. Bisschen Sessel. Schauen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Okay. Gut. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns nach dem Schnitt oder in der nächsten Folge. Bis dahin. Gab dich wohl. Tschüss. Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ark Extinction. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es eine neue Folge ist. Vielleicht ist es auch gerade ein Cut. Dann willkommen nach dem Cut. Jedenfalls, ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit hier oben das eingebaut, was ich wollte. So sieht das jetzt aus. Hier überall so eine kleine Statue. Zumindest von den Dingern, die ich bis jetzt habe. Die ganzen neuen Tierchen. Ich werde das aber auch noch ändern.
Und zwar werde ich das noch so machen, dass halt irgendwie eine Reihe nur für die Tech-Tiere ist. Und dann werde ich auch noch eine Reihe einmal für die neuen Tierchen machen. Und eine Reihe für die ganzen Korrumpierten, für die ganzen verdammten, verseuchten, verdorbenen. Wie auch immer man sie jetzt bezeichnen möchte. So, ansonsten bin ich jetzt hier soweit erst einmal zufrieden und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Hier könnte ich noch irgendwas hinbauen. Achso, jetzt habe ich hier einfach mal so, keine Ahnung. Ich dachte, es kommt besser, als wenn das so massiv ist. Eigentlich könnte ich das noch ein bisschen breiter machen, aber naja, egal. So, hier wollte ich dann auch noch irgendwas hinmachen. Ich weiß nur noch nicht was. Wir gehen mal rüber und ich würde sagen, nach 3 oder 4 Folgen, die ich jetzt hier mit verbracht habe, wird es mal wieder Zeit. Ich würde nämlich gerne es nochmal versuchen. Oh, hier ist schon wieder nichts drin. Warum nicht? Ich würde es gerne noch mal. Was ist das? Ah. Da ist was runtergekommen. Was ist denn da runtergekommen? Wir gucken mal. Ich bin ja überhaupt nicht neugierig. Guck da jetzt mal hin. Was ist denn dort für einer? Ein gelber. Okay, gelber ist jetzt wurscht. Und wieder zurück. So, für den Eistitan muss ich natürlich in die Eiswüste. Oder ins Schneegebiet. Die Eiswüste ist natürlich nicht ganz korrekt. Und dafür, was ist das denn da? Irgendwann, also wenn wir jetzt mal so durch sind mit dem neuen Content, würde ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen rumbauen wollen. Das werde ich dann eventuell auch noch aufnehmen. Wenn wir mit dem neuen Stuff durch sind. Und dann würde ich da gerne auch mal mit so ein paar Tech-Bridges so ein paar Sachen verbinden und auch mal, ich weiß nicht, inwieweit man jetzt hier so hochbauen kann, diese komischen Klippen-Podeste, wie hießen sie? Die haben mir irgendwie nicht funktioniert da dran. Hallo? So, für den Eistypen muss ich ja doch einiges mitnehmen. Für den Eistypen muss ich auf jeden Fall die Rexe wieder mitnehmen. Welche habe ich denn jetzt am Start? Sind die jetzt eigentlich alle... Ich habe sie wieder alle mitgenommen, ne? Ich meine ja, wie sieht es denn hier aus? Nicht so gut. Wo sind denn die, die richtig viel... Level haben. Na toll. So, er hier? Auch nicht. So, er aber. 700.000. Was hat er? So, ihn nehme ich auf jeden Fall mit. Den bringe ich schon mal rüber. Weil ich gucke nochmal weiter. Mein Tron, den nehme ich mit, aber passiv.
Und der bleibt auch passiv diesmal. Achso, dann muss ich hier gucken. Okay, die sind auch. Die kann ich auch mitnehmen. Genau, das waren die beiden noch, ne? Einer ist ja eh gestorben. Okay, das sind sie. Gut, dann habe ich die alle. Dann werde ich mal eben schauen, was hat der für einen Sattel? Der hat einen Tech-Sattel. Was hat er für einen Sattel? Auch einen Tech-Sattel, sehr gut. Jawohl. So, wieso hat er hier schon wieder ein Leben? Muss ich dahin beamen, meine ich. So. Ich würde sagen, ich spule mal wieder vor, während ich hier vorbereite. Obwohl, eigentlich könnte ich das auch mal drin lassen, ne? Ich weiß nicht. Bin mir noch nicht so sicher. Ja komm, ich spule mal ein bisschen vor, bis ich in der Eishöhle bin, ne? Also wir sehen uns gleich. Oh, da bin ich in der Eishöhle. Die Frage ist, ui, schnell wieder hoch. Da springen sie mir schon und wollen mir an den Karren. Diese Krötenviecher. So, ich hoffe, ich habe alles. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich mir das aber auch nicht merke, ne? Naja. Macht ja nichts. Wenn ich falsch liege, mache ich halt nochmal einen Cut und gehe schnell raus. Hol die Sachen und dann kann sein, dass ich... nö, ich sage einfach gar nichts. Wir werden sehen. Auf jeden Fall... Ah ja, das Artefakt ist auf jeden Fall da. Das ist schon mal gut. So. Das haben wir schon mal. Die. Gucken wir mal. Ach, toll. Ich wollte sagen, könnte sein, dass ich noch Terzikrallen brauche. Na klar. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe raus und noch mal rein und hole mal eben. Schau mal eben nach dem Terzi. Bis gleich. So. Also. Fangen wir mal an hier. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Det und Ding. Ohne großes Geschnösel und Geschnörkel geht's hier direkt los. Das sieht gut aus. Ay caramba.